Deutsch lernen. Lektion 11. Trennbare Verben. Trennbare Verben. Trennbare Verben. Ich räume die Wohnung auf. Meine Mutter ruft mich an. Anrufen. Meine Mutter ruft mich an. Frau Müller lädt Frau Fischer ein. Einladen. Frau Müller lädt Frau Fischer ein. Um 7 gehe ich weg. Weggehen. Um 7 gehe ich weg. Um 8 fängt der Film an. Anfangen. Um 8 fängt der Film an. Was haben Sie heute vor? Vorhaben. Was haben Sie heute vor? Wie oft sehen Sie den Fern? Fernsehen. Wie oft sehen Sie den Fern? Wann kommt der Bus an? Ankommen. Wann kommt der Bus an? Gehst du ins Kino mit? Mitgehen. Gehst du ins Kino mit? Komm doch ins Theater mit. Mitkommen. Komm doch ins Theater mit. Gehen wir heute mal aus. Ausgehen. Gehen wir heute mal aus. Fahr doch nach Hamburg zurück. Zurückfahren. Fahr doch nach Hamburg zurück. Zurückfahren. Er kauft im Supermarkt ein. Einkaufen. Er kauft im Supermarkt ein. Ich stehe früh auf. Aufstehen. Ich stehe früh auf. Aufstehen. Sie macht das Frühstück. Frühstück machen. Sie macht das Frühstück. Frühstück machen. Jetzt lernen wir über trennbare Verben. Hier haben wir das trennbare Verb aufhören. Ein trennbares Verb besteht aus zwei Teilen. Hier ist das Präfix und hier ist der Infinitiv. Konjugieren wir. Ich höre auf. Du hörst auf. Er, sie, es hört auf. Wir hören auf. Ihr hört auf. Und sie hören auf. Bilden wir jetzt einen Satz mit diesem Verb. Der Unterricht hört um 14:45 Uhr auf.
Also das Verb ist in der zweiten Stelle und das Präfix ist am Ende. Machen wir noch ein Beispiel mit dem Verb anrufen. An ist das Präfix und rufen ist der Infinitiv. Konjugieren wir. Ich rufe an, du rufst an, er, sie, es ruft an, wir rufen an, ihr ruft an, sie und sie rufen an. Bilden wir jetzt einen Satz mit dem Verb anrufen. Ich rufe meine Oma an. Das konjugierte Verb rufe ist in der zweiten Stelle und an, das Präfix, ist am Ende. Bilden wir Sätze jetzt mit diesen Verben. Mitkommen, abholen, anmachen und aufräumen. Für das Verb mitkommen, kommst du mit. Das Verb kommst ist in der ersten Stelle, weil das eine Frage ist. Und das Präfix mit ist am Ende. Für das Verb abholen, ich hole meine Schwester nach der Schule ab. Also hole ist in der zweiten Stelle und ab ist am Ende. Für das Verb anmachen, Tim macht das Licht an. Macht ist in der zweiten Stelle, an, das Präfix, ist am Ende. Und für das Verb aufräumen, wir räumen die Küche auf. Räumen ist in der zweiten Stelle und auf, das Präfix, ist am Ende. Trennbare Verben. Abfahren, anrufen, aufwachen, auswandern, beistehen, einkaufen, losfahren, mitkommen, herbringen, hingehen. Nehmen wir das schöne Wort fahren. Und nun setzen wir die Vorsilbe ab davor. Unser neues Wort heißt abfahren. Gegenwart Präsens. Der Zug fährt ab. Die Nennform lautet abfahren. Also, ich fahre ab, du fährst ab, er fährt ab. Hier fährt also der Zug ab.